Hallo Leute, wir müssen reden. Heute mit einer jungen, schönen Dame. Ja, du bringst mich schon so ein bisschen aus dem Konzept. Frau Dr. Leonie Töne. Mhm. Du hast, der ein oder andere aus meiner Zuschauerschaft hat sich auch mal mit dieser ominösen Pickup-Szene auseinandergesetzt. Und da sind sie nicht allein, du hast das auch mal gemacht. Yep. Und vielleicht kennt man sich ja sogar schon von da. Ich hatte auch ehrlicherweise damals so ein bisschen kritisches Bild, weil ich nicht genau wusste. Ich hatte erstmal das Gefühl, du schießt einfach nur irgendwo dagegen. Ja. Hab aber dann auch, als ich zu der Zeit mich dann damit auseinandergesetzt hatte, gemerkt, okay, du hast einen guten Grund und bin auch voll in vielen Dingen deiner Meinung. Deswegen auch finde ich es echt toll, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir miteinander gesprochen haben auch. Original hatten wir uns bei Alex Fischer kennengelernt, mhm, und dann sind wir uns hier und da nochmal über den Weg gelaufen, unter anderem eben hier, wo wir diese Woche sind mit Jan Winter von 61 Minuten Sex und noch anderen Leuten, um ein bisschen was videotechnisch zu drehen, um ein bisschen uns kennenzulernen und einfach auch um die schöne Sonne Gran Canarias kennenzulernen. Und heute soll es um das Thema gehen, wie du im Eifer des Gefechts wirklich Entscheidungen treffen kannst und auf die du dich auch wirklich verlassen kannst. Und du bist auch jetzt ein Mensch, du hast in deinem Leben schon relativ viele Sachen gemacht. Du bist mal eben schnell in L.A. gewesen, du bist da nach Berlin gezogen, von Berlin nach Düsseldorf gezogen. Du hast viele auch krasse Entscheidungen getroffen. Und es freut mich, dass du hier bist und dass du uns so ein bisschen an deiner Weisheit teilhaben lässt. Dankeschön. Wer bist du? Erstmal vorneweg, was machst du? Und was sind so die Entscheidungen, wo du sagst, so das hast du oder was hast du denn aus dem Thema Entscheidungen gelernt bisher? Ich bin Dating-Coach für Frauen. Ich helfe Frauen dabei, ihren Traummann zu finden, ihren Ex-Mann zurückzubekommen, ihr Glück zu finden. Und ich bin dazu gekommen, weil ich habe tatsächlich 5 Jahre lang geforscht über Pickup-Artists und in dem Zusammenhang auch über Liebe, Attraktivität und Partnerschaft, war immer irgendwo schon für meine Freundin so der Dr. Love. Habe angefangen, im Online-Marketing zu arbeiten, auch für Alex Fischer unter anderem. Und habe gedacht, hey, es müsste doch bestimmt irgendeine Frau geben, auf die ich verweisen könnte. Ja? Wenn mich halt immer meine Mädels fragen, was soll ich machen, was soll ich tun, was soll ich sagen? Da gibt es bestimmt irgendjemand im Internet. Und es gab aber keine weibliche Dating-Coach-Beraterin für Frauen. Und irgendwie hat sich das dann so bei mir festgesetzt, weil es sowieso mit meinem Vision, meinem Purpose zusammen gut passte, dass ich das machen könnte. Und seitdem mache ich das. Und damit verdienst du dein Geld? Genau, damit verdiene ich mein Geld. Weil du jetzt nicht gerade damit beschäftigt bist, Dating-Coach zu sein. Ja. Und auch zum Beispiel Videos, der Link übrigens auch in der Infobox und auch im Blogartikel nochmal. Wir schreiben noch 1-2 Sachen zu dir auch und wir auch noch weiterführende Links zu Leonie, alles dazu im Blogartikel und das in der Infobox. Jetzt erzähl mal so Thema Entscheidungen. Du hast in deinem Leben einige auch krasse Entscheidungen treffen müssen. Ich meine, du warst ja auch allein schon im Fernsehen und musstest dann auch zu verschiedenen Entscheidungen, die du getroffen hast, stehen. Ja. Was ist so für so ein Gefühl, wenn du eine Entscheidung, eine schwere Entscheidung triffst und wenn du dann sagst, okay, ich muss die jetzt auch kommunizieren. Wie ist das für dich vor der Entscheidung auf dem Weg dahin und wie ist es für dich, nachdem du die Entscheidung getroffen hast? Ja, also generell lebe ich sehr authentisch, also authentisch zu mir selbst. Ich mache immer genau das, was in dem Moment ich auch wirklich empfinde. Bezogen auf Pickup wurde ich zwar auch sehr polarisierend dargestellt, aber habe ich damals eben so empfunden, das dann auch rausgegeben, dafür krassen Gegenwind bekommen und heute empfinde ich etwas anders, etwas differenzierter und kann aber sagen, ja, damals habe ich das so empfunden und damals hätte ich dir das so ins Gesicht gesagt. Ich hätte dich gehasst, ich hätte Angst gehabt, ich hätte whatever getan, aber heute eben nicht mehr. Deswegen fallen mir in der Sekunde Entscheidungen eigentlich immer sehr leicht, weil ich sehr stark verbunden bin mit dem, was ich möchte, wie ich gerade empfinde. Ich überlege immer, tut mir diese Entscheidung gut? Macht sie mich glücklich? Bringt sie mich voran? Das ist auch wieder eine Sache, die ganz wichtig ist. Also ja, ich kommuniziere das ja auch immer wieder, aber man sieht halt auch wieder Leute, mit denen ich mich dann hinsitze und auch wirklich rede, mit denen ich mich auch verstehe, sind Leute, die sich selber kennen, die ihren Lebenssinn zum guten Stück gefunden haben, die sich selber ihre Stärken, Schwächen gefunden haben, die auch einfach verstehen, wie sie ticken, wie sie funktionieren. Und auch du bist ja zum Beispiel auch ein sehr extrovertierter Mensch. Ja. Und dein Mann, dein Ehemann ist auch ein sehr extrovertierter Mensch. Ja. Und ihr seid ja auch relativ unordentlich beide. Ja, wir sind ganz schlimm unordentlich. Sehr emotional, empathisch, liebenswert, passen super gut zusammen, haben uns da sehr gut eingeschwungen, räumen nie auf, leben im Chaos. Aber sind dann, wenn es um Business-Sachen geht, um unseren Traum, also unsere Wohnung ist ja eigentlich ein Drehstudio, immer so 1,5 Meter eine Tapete. Und da sind wir dann ordentlich. Also da ist immer ordentlich, da können wir immer arbeiten. Darf ich auch nochmal zu dem Thema deiner Wohnung ist ein Studio? Du hast ja quasi in diesem einen Raum 4 Ecken, die 4 verschiedene Sets sind, richtig? Ja. Das heißt, du hast dich dazu entschlossen, und das
ist ja auch eine ganz krasse Entscheidung, dass diese Entscheidung gefällt. Aha. Ich will meinen Erfolg, ich mache jetzt hier diese Videos und dafür werde ich jetzt meine Wohnung, in der ich lebe, einfach so umstrukturieren, dass ich halt quasi den ganzen Tag an einem Set lebe. Und zwar nicht nur an einem Set, sondern so gesehen an vier Sets die ganze Zeit. Ja? Also wenn man bei dir reinkommt, man fühlt sich wie in einem Themenpark so ein bisschen. Und was ist das, was du den Leuten da draußen mitgeben würdest in dem Kontext? Du hast ja auch ganz stark die Entscheidung für deine Ziele getroffen. Ja. Was war das für ein Moment, wo das passiert ist? Und was würdest du den Leuten da draußen vielleicht mitgeben, wenn es um das geht? Mich zu entscheiden, wo ich hin möchte, in welche Richtung ich will, war, glaube ich, eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben für meine emotionale wie körperliche Gesundheit. Also ich war so ein bisschen so ein Überflieger. Ich habe mit 16 Abitur gemacht, 3 Klassen übersprungen, meinen Doktor mit 25. Dann überlegt man sich ja, okay, was soll ich jetzt machen? So, ich bin so ein High Potential. Ich könnte jetzt zu so einer Unternehmensberatung gehen oder ich könnte jetzt in die Wirtschaft gehen. Aber was will ich eigentlich wirklich? Und das hat mich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Was macht mich glücklich? In welche Richtung kann ich gehen, ohne Burnout zu kriegen? Weil ich bin jemand, der 100% gibt, der es liebt, viel zu arbeiten, viel zu tun, schnell zu sein. Aber dann wollte ich eben in die richtige Richtung gehen. Dann habe ich eben die Entscheidung getroffen, mich damit zu befassen. Als ich dann wusste, was ich wollte, jetzt ist alles für mich so konsequent, so klar. Eigentlich die Wohnung so einzurichten als Drehset war für André, für meinen Mann und mich so natürlich. Da haben wir gar nicht lange drüber nachgedacht, weil es alles zueinander passte. Wir wussten, wir wollten ganz eng beieinander sein, immer. Wir wollten gemeinsam arbeiten, wir wollen zusammen leben können. Mein Purpose ist es, Menschen helfen zu können, ein glückliches und märchenhaftes Leben zu leben. Und dafür muss ich Videos drehen oder ich habe diesen Weg gewählt, ja, um Reichweite dafür zu nutzen. Und ich will sie auch schön gestalten, das macht mir auch Freude. Also haben wir die Wohnung so eingerichtet. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den viele Leute unterschätzen, ist, dass es dir Freude macht. Ja. Und ich würde mit dir unheimlich gern mal über 3 Schritte reden, die dafür verantwortlich sind, dass man schnell Entscheidungen fällt und dass man überhaupt auch Entscheidungen fällen kann und dass man dann seine Ziele erreicht. Und ich brauche von dir mal so als Profi kritisches Feedback dazu. Okay, tell me. Es ist ja jetzt auch so, Barack Obama zum Beispiel hat mal gesagt, schau mal, ich muss den ganzen Tag Entscheidungen treffen, ich habe gar keine Zeit, die beste Entscheidung zu treffen. Die einzige Zeit, die ich habe, ist die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und das, was er sagt damit, ist, dass er gar nicht irgendwie, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Barack, machen wir das jetzt grün oder blau, dann hat er gar nicht die Möglichkeit zu sagen, lass mich mal bitte 14 Nächte drüber schlafen, weil da hängt so viel dran. Das heißt, er sagt, wir machen das grün. Die Aufgabe für ihn ist also, und das ist auch Schritt 1, den ich dir mitgeben möchte, die Aufgabe ist also nicht, die absolut beste Entscheidung zu treffen. Die Aufgabe ist, die mit jetzigem Wissen beste Entscheidung zu treffen und dann anhand dieser Entscheidung auf dem Kurs zu korrigieren und sich dann im Nachhinein vielleicht sogar noch einfach zu entschuldigen, falls er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Absolut. Finde ich super gut. Ich finde, es wird auch noch einfacher, ad hoc zu entscheiden, wenn man weiß, in welcher... Achtung, wer jetzt nicht mit 25 seinen Doktortitel hat, ad hoc heißt sofort. Also sofort zu entscheiden, in welche also wenn du weißt, in welche Richtung du gehen willst. Ja, und dann, okay, grün und blau. Und jetzt fragst du dich, vielleicht fällt dir in dem Moment ein so, oh, grün, ich will ja Pflanzen haben in meinem Büro, weil Pflanzen sind für mich ganz wichtig, liebe Natur. Grün würde gut zu Pflanzen passen. Und wenn du es mit den Pflanzen klar hast, kannst du das einfach, vielleicht sieht es mega scheiße aus, grüne Pflanzen. Aber du hast einen Leitfaden und du weißt, in welche Richtung du gehst. Sehe ich genauso. Und das Thema Leitfaden bringt uns eben auch zu Punkt Nummer 2. Und das ist etwas, was die allermeisten Leute da draußen einfach unterschätzen. Das ist, dass man das Rad nicht neu erfinden sollte, sondern dass man, wenn man eine Entscheidung fällt, sich auf einen entsprechenden Präzedenzfall beziehen sollte. Also etwas, wo es sowas schon mal gab, wo schon mal eine vergleichbare Entscheidung gefällt wurde. Und ganz viele Leute glauben, ah, Thema Business, ich muss jetzt eine Million machen, indem ich mir die heftigste Geschäftsidee einfallen lasse, die es noch nie gab. Dann sagen Leute zum Beispiel, ah, ich kann keinen Fitnesskurs machen, weil Fitnesskurse gibt es schon da draußen. Ja. Der Punkt aber, dass es so viele Fitnesskurse gibt, ist der beste Grund dafür, einen Fitnesskurs zu machen. Absolut. Denn das zeigt ja, dass es funktioniert. Das heißt, deine Aufgabe Punkt 2 ist eben nicht, eine eigene Idee zu haben. Deine Aufgabe Punkt 2, ein Freund von mir hat das mal sehr schön gesagt. Ich glaube, er will nicht, dass ich ihn jetzt nenne, dass er das gesagt hat, aber er hat sehr schön gesagt mal, deine erste Million machst du nicht mit deiner eigenen Idee, sondern die machst du, indem du etwas kopierst, was funktioniert. Ich habe viele Bekannte, auch sehr erfolgreiche Bekannte, die ihr auch kennt, die Business, die da draußen sind, einfach 1:1 kopieren und das Logo austauschen im Prinzip. Und das mit wirklich den E-Mails, mit allem, was hinten dran steckt, das gesamte Business wirklich Wort für Wort teilweise sogar kopieren. Und der Punkt ist einfach, deine Aufgabe ist es nicht, wenn du deine Entscheidung triffst, die für dich in dem Moment eine neue Entscheidung zu treffen, sondern es geht darum, etwas zu machen, was funktioniert, eine Entscheidung zu fällen, die funktioniert. Und wenn jemand anderes diese Entscheidung schon mal gefällt hat, dann orientiere dich doch an dem, was der andere schon entschieden hat. Weil der hat ja offensichtlich, gerade wenn ein Business ja funktioniert, hat er ja offensichtlich das rausgefunden, was funktioniert. Das,
Punkt Nummer zwei, was hältst du davon, was Eigenes, was unbedingt 100% was Eigenes sein muss oder von anderen anschauen, modellieren oder sogar wirklich eins zu eins nachmachen und das Logo austauschen? Ich bin sehr für Modellieren, weil ich glaube, wenn du modellierst, also wenn du dir eine Idee nimmst und sie dann auf dich selbst überträgst, du kannst gar nicht anders, als deinen eigenen Stil mit reinzubringen. Also gerade als Unternehmer, in der Unternehmensführung, im Branding, in dem, wie du nach außen gehst, in dem, wie du mit deinen Kunden wie auch Mitarbeitern redest, du bist ja du. Und du bist anders als der, der es vor dir gemacht hat. Und gerade wenn es schon verschiedene gibt, die in diesem Markt arbeiten, finde ich, ist es leichter, weil die Leute sind schon daran gewöhnt, es gibt das schon. Es gibt schon Zahnbürsten, die Musik spielen, aber deine Zahnbürste, die macht vielleicht Justin Bieber. Und ich bin viel gewohnter, für mein Kind so eine Zahnbürste jetzt zu kaufen, weil ich das schon 10, 15 Mal im Laden gesehen habe. Ansonsten sehe ich vielleicht Zahnbürste und denke so, oh, Zahnbürste mit Musik, ist ja voll doof. Ich wusste auch gar nicht, diese Zahnbürste mit Musik gibt. Ja, ich hatte tatsächlich eine mit Justin Bieber. Ich bin so kurz davor. 1,99 in Berlin. Echt jetzt oder was? Wir müssen mal gemeinsam shoppen. Unbedingt. Also ich finde es sehr, sehr gut, eine Idee zu nehmen, die schon gut funktioniert hat und sie auf mich selber zu modellieren. Ich glaube, kopieren finde ich schwierig, weil du dann nicht so ganz den Geist der Idee verstanden hast, weil du dann vielleicht Sachen kopierst, einfach Wort für Wort, die aber so mit deiner Persönlichkeit nicht funktionieren. Hat aber auch schon gut geklappt. Ich erinnere mich da an eine kurze Anekdote aus meinem Leben. Ich mache Musik und zwar mit Propellerheads Reason. Das ist so ein Programm, womit man halt einfach Musik machen kann am Computer. Und ich habe schon vor 10 Jahren habe ich irgendwann mal einen Song gedacht, so, oh, der ist richtig cool. Und ich baue den jetzt mal 1:1 nach. Ja. Und dann habe ich angefangen, den 1:1 nachzubauen und ich hatte am Ende des Tages einen komplett anderen Song als der, den ich vorhatte zu machen. Ja. Der Punkt ist einfach, egal wie sehr du dir vornimmst, das nachzumachen, du bist einfach du. Du packst einfach zwangsläufig deinen eigenen Touch rein. Und deswegen, und das ist eben der Punkt, auch wenn du dich bei einer Entscheidung auf etwas beziehst, was vor dir schon mal jemand entschieden hat, dann wirst du trotzdem noch deinen eigenen Touch mit reinbringen. Genau. Das bringt uns aber auch zu Punkt Nummer 3 und das ist das, was Bruce Lee gesagt hat. Bruce Lee hat nämlich gesagt, nimm, was dir nutzt, lass weg, was dir nicht nutzt und ergänze es um dein eigenes. Bruce Lee hat auch viele andere Sachen gesagt, der Kerl ist ziemlich schlau gewesen, aber vor allem jetzt geht es speziell darum. Und das ist eben auch dieser Punkt bei dem, wie man sich entscheiden sollte. Die Leute fragen sich immer, okay, es gibt so viele Informationen, es gibt so viele Informationen, ich sollte das eine machen, ich sollte das andere machen und ist es das Richtige und ich weiß es nicht, ob es das Richtige ist oder nicht. Und der Punkt am Ende des Tages ist deine Aufgabe, dass du dich für die Dinge entscheidest, bei denen du das Gefühl hast, okay, das nutzt mir. Und wenn du das nicht das Gefühl hast, 9 von 10, dass du sagst so, fuck yeah, das ist geil, dann lass es einfach. Dann entscheide dich nicht dafür, sondern dann ist es auch eine Entscheidung dagegen. Und eine Sache, die ich zum Beispiel mache, ist, wenn jemand mir eine Geschäftsidee vorschlägt und sagt, hey, lass uns das machen, dann sage ich einfach, fuck this shit, mache ich nicht. Ja. Solange ich nicht das Gefühl habe, oh Mann, ist das geil. Ja. Oh Mann, ist das geil. Das will ich. Oh Mann, ich will das unbedingt machen. Wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich es nicht. Und das ist eben dieser Punkt, nimm, was dir nützt, lass weg, was dir nicht nützt und ergänze es um dein eigenes. Und das kommt, wie wir ja gerade schon gesagt haben, sowieso auch von alleine. Wo hast du denn vielleicht in deinem Leben schon mal dir bei jemandem was angeschaut und dann gesagt, okay, ich treffe diese Entscheidung jetzt oder für dich selber, auch ohne dir vielleicht bei jemand anderem was anzuschauen, aber für dich selber eine Entscheidung getroffen, wo du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt, weil mir das nutzt, ich lasse aber das andere weg, weil mir das nicht nutzt und ich packe dafür meinen eigenen Teil dazu. Sehr, sehr häufig habe ich, glaube ich, was weggelassen, was ich auch hätte machen können, weil ich mache auch Musik und ich habe ja Filme gemacht und Bücher geschrieben. Also ich habe sehr, sehr viele Dinge gemacht in meiner Jugend. Und ich habe es immer gehasst, wenn Leute mir gesagt haben, du musst dich auf eins fokussieren, bla bla bla. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es ist tatsächlich so. Wenn du vorankommen möchtest, wenn du einen straighten Weg haben willst, wenn du wirklich nah an deinem Purpose sein willst, gibt es irgendwann also einen Weg, den du gehst, wo du gerade nicht malst, nicht Bücher schreibst, nicht all das machst, sondern dich auf das fokussiert, was dich gerade voranbringt. Ja. Und das, was du angesprochen hast mit der Geschäftsidee, fand ich auch sehr cool. Ich nenne das immer, bei mir ist es Hell Yes or No. Und ich wende das sogar auf Anziehsachen an. Ja, im Geschäft. Also. Wie man aber auch sieht, du bist auch immer, man muss auch mal, wir sind ja schon jetzt ein paar Tage hier, und du ziehst dich mindestens 1 bis 2 Mal am Tag um. Ich habe das meinem Mann erzählt, dass du es gesagt hast. Ja. Ich so, der Manuel sagt, ich ziehe mich 2 Mal am Tag um, ich weiß gar nicht, was der hat. Ja. Also, Aber es ist tatsächlich so, ne? Also man dreht sich gerade rum und wenn man sich zurückdreht, hast du was anderes an. Das liegt nur an dem Wetterverhältnis. Du hast sowieso Superman, so, hast du so ein Kostüm drunter, oder? Das ist, das ist der Wahnsinn, ja. Also ich bin echt schockiert, Leute. Das müsst ihr euch mal anschauen. Ich weiß nicht, ob es bei dir auf dem Kanal vielleicht auch noch mehr Videos da gibt, wo du in deinen Outfits logischerweise. Ja. Du bist ja auch jemand, du hast ja nicht nur sehr, sehr lange Haare, du hast ja auch an sich so von deinen Outfits her, so jemand, der sich selber gern ausdrückt über seine Outfits. Das sind ja auch ganz starke Entscheidungen. Ja. Hast du denn keine Angst? Weil viele Leute da draußen haben sehr viel Angst davor, für ihre
Entscheidungen verurteilt zu werden. Ich kann das nur stehen, dass ich jetzt zum Beispiel hier so einen Stoffbadeanzug anhabe, der kein Badeanzug ist, sondern ein Babydoll. Haben wir uns jetzt alle gemerkt? Weil ich das selber so schön finde, weil ich heute das Selbstbewusstsein habe, das zu tragen. Gestern nicht, morgen vielleicht auch nicht. Heute habe ich das Selbstbewusstsein, das zu tragen. Mhm. Und wenn du jetzt sagen würdest, oh, Leonie, das sieht mega fett aus, würde ich sagen, ja, stimmt, aber ist geil auch irgendwie, oder? Das ist der Satz meines Lebens, oh mein Gott. Man merkt allein schon, wie hoch meine Stimme geworden ist. Dass ich sage, wenn jemand sagt, sieht doch fett aus, ja, aber sieht geil aus, oder? Junge, ich schwöre. So, Mädchen. Sehr gut. Genau, also ich brauche auch das Selbstbewusstsein an einem Tag. Mhm. Und an einem anderen Tag habe ich das einfach nicht. Mhm. Und dann kann ich mich auch nicht dafür entscheiden. Das ist auch ein ganz, ganz schöner Punkt. Man schwankt ja auch. Ne? Also viele Leute glauben, dass irgendwelche erfolgreichen Leute immer so viel Erfolg, Erfolg, aber auch so viel Selbstwertgefühl haben. Aber es schwankt auch von Tag zu Tag. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von mir selber mal das beobachte, ich sehe einfach, dass ich ganz oft auch Zweifel habe, was einfach normal ist. Aber die Kunst ist es eben nicht, dass man diese Zweifel nicht hat, sondern die Kunst ist, dass man diese Zweifel einfach annimmt. Dass man einfach so, okay, ist halt einfach so, das ist halt gefährlich, es gibt halt ein Risiko, aber ich mache das jetzt einfach trotzdem. Und dann ist es eben die Aufgabe von jemandem, der jemanden anderen anführt, von einem Teamleader, von einem Anführer in jeglicher Form, ja, von einem Manager auch. Das sind einfach Menschen, die müssen in der Unsicherheit Sicherheit ausstrahlen. Ja. Und das für alle Leute in ihrem Umfeld auch. Und das Gefühl, was ich halt eben auch habe ganz stark ist, dass du jemand bist, der das auch in Menschen wecken kann, weil du auch so eine, nicht nur, dass du selber sehr gern vorgehst, sondern du hast auch die Möglichkeit, in anderen Leuten so ein bisschen das zu wecken, dass die ihr Potenzial entdecken. Deswegen glaube ich, hast du deinen Job auch ganz gut gewählt. Dankeschön. Als Dating Coach. Wer jetzt die ein oder andere Frau, wer jetzt sagt so, ey, ich will jetzt mal hier den ein oder anderen Dating-Tipp, der klickt auf den Link in der Infobox. Wer sagt, damn, ich muss mehr von diesen Infos haben, der klickt auf Abonnieren oder auf den Link in der Infobox. Und wer sich einfach mal das Business von Leonie angucken will, weil du verdienst ja dein Geld damit auch, der, ja, hey, it's raining money hier, oder? Sehr geil, Paper. Der wird dann, der kann einfach mal auch sich das Ganze anschauen, auf den Link in der Infobox klicken und dann kommt man eben auch zu deinen Videos und kann sich das alles mal anschauen. Das wäre cool. Und das wäre cool. Ja. Wär auch so sympathisch, ne? Also so ganz auch bodenständig auch. Das ist auch eine Sache, die dich auch, glaube ich, auszeichnet. Oh Gott, jetzt wird's. Leute, das war's für heute, ja? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. Ciao.